Ariadmanat hat inzwischen Ruhe gefunden bei einer Gastfamilie in Antaring. Schon seine Eltern, Palästinenser, waren einst selber geflohen nach Damaskus. Der Sohn vertrieb dann Parfums an Kunden aus den Golfstaaten. Doch für diese Länder ein Visum zu bekommen, war aussichtslos. Du hast was aus Syrien oder aus Irak, du kannst nicht gehen nach Golf-Arabek. Tut mir leid. Stattdessen machte sich Ariad auf den Weg nach Europa, um gleich die harten Sitten auf dem Schlepperboot Richtung Griechenland kennenzulernen. Die Schwimmwesten habt ihr bezahlen müssen, oder? Mit dem Schlepper? Ja. Du musst bezahlen, das kostet 50 Dollar. Du musst bezahlen das. Auf der nächsten Station in Mazedonien traf der Flüchtlingstreck auf Soldaten und die schossen nicht nur in die Luft. Aber nach das meine Freund, ich hat gesagt, ich hat ein Loch. Ein Loch hier. Ich hat gesagt, in das Schluss direkt nach Flüchtling. Doch am meisten gefürchtet waren die ungarischen Uniformierten. Zur Vorsicht ließ sich der Reisende sogar die Haare färben. Aber ich vergesse mein Auge und Die Augenbrauen, ja. Ich vergesse machen das. Ich weiß nicht, ich habe getroffen nicht mit Poliz Ungarn und das ist gut für mich. Vor 5 Monaten landete der Palästinenser dann in Salzburg und wartet dort bisher vergeblich auf Post von der Asylbehörde. Das hält ihn nicht ab, Deutsch zu lernen, mit Hilfe einer frechen jungen Dame. In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnt Pippi Langstrumpf. Ariad ist durchaus auch auf dem Weg zur selbstständigen Existenz. Altenhelfer zum Beispiel werden doch gesucht, das hat er schon eruiert.